Jetzt. EA Sports. Yes! Frostbite 2, eine sehr schöne Engine. Dolby Digital hört sich auch sehr gut an. Nein, wirklich, sehr gut. Und das ist der wahrscheinlich nicht einmal Protagonist. Wahrscheinlich hat er nicht mal was mit der Geschichte zu tun. Aber natürlich muss er im Vordergrund stehen oder auf dem Titelbild. War ja auch bei MW3 genauso, da war irgendjemand auf dem Titelbild. Nee, aber keiner kannte den. Mein Freund, du bist mir schon ein seltsamer Vogel. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier. Wir spielen heute Battlefield 3, Bitches! Nein, nein, Battlefield 3, wie das Deo. Also, dry, wie trocken. Okay. Kennst du das? Ja, klar. Natürlich. Du bist mir ein seltsamer Vogel. Ja, und auf jeden Fall, ihr merkt, ich bin nicht alleine. Der Vogel da hinter mir ist auch da. Wir haben es irgendwie hingekriegt und wir drücken jetzt erstmal Enter. Klappt nicht so recht? Ah, doch. Fuck. Die Zirk. Was? EA. Yes! Frostbite 2 sieht sehr gut aus. Dolby Digital hört sich sehr gut an. Nein, nein. Glaub dem Fabian ruhig. Das hört sich gut an. Und das ist definitiv nicht der Protagonist. Der Protagonist ist nämlich nicht schwarz. Damit sind wir auch schon beim Thema der heutigen Sendung. Diskriminierung in Videospielen. Genau. Das war das Wort von Finn zum Sonntag. Ja, und damit heißt... Das ist sogar Sonntag. Das stimmt sogar. Ja, und ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Battlefield 3. Ich bin aber nicht alleine. Ja, ihr habt den Spezi da hinten schon gehört. Finn, sag doch mal was zu dir. Drei Wörter, mehr darfst du nicht sagen. Ah, krieg ich schon wieder Redeverbot von hier. Ist immer wieder typisch. Ja. So, mehr als drei Wörter. Halt's Maul. Seltsam, sarkastisch, dick. Und dick. Ja, aber hast du der jetzt nichts zur Sache? Naja, das Wichtigste, wir spielen heute Battlefield 3, das best Game ever, weil ich so ein Fanboy von Battlefield 3 bin. Na, ehrlich gesagt. Nein, 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 nein. Du nimmst dann doch auch immer das Deo Battlefield 3. Oder? Von Axe Dry. Ja, ja, nur du streichst das Axe durch und schreibst da Battlefield hin. Natürlich, natürlich. Ah, gut. Sehr schön. Du guckst ja immer durch mein Badezimmer und dann guckst du mit dir mal einen Schrank durch. Ah, schreibt dir den Scheiß auch mal drauf. Ja, ja, das mache ich ja immer. Was gibt's denn hier noch so in der Gameplay? Untertitel auf jeden Fall. Ja, ich mache erstmal kurz die Grafiken. Und Audio und Grafik. Geh mal eben auf Tastenanweisung, nicht dass da wieder Leerbesetzungen sind. Sorry, ich klatsche. Und wir das Zweibein gar nicht aufstellen können. Manchmal das peinlich. Boah, ey, wir am Battlefield 3 Multiplayer spielen und wir wussten nicht mal, wie man das Zweibein aufstellt. Und das war das einzigste Attachment an der Waffe. Ja, was empfiehlst du mir jetzt für Grafikeinstellungen? Ja, ganz hoch kann ich dir nicht klatschen, weil er hat sonst übelst einen Frame-Einbruch gibt. Ja, muss man sagen, welche Einstellungen gibt's so? 1600x900, 1440x900, 1440x900, 1366x768. 480x640. Das geht immer. Also 400 was? Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dein Rechner packt, was nicht. Ich hab keinen Dunst. Ja, ich mach mal. Der geringste will ich auch nicht. Ich mach mal 1400x900. Ich hoffe, das packt der. Mach mal bitte mein Handy aus. Niet. Kurva. Genau. Suka! Boah, Pia hat mir immer noch Angst gemacht, ey. Ach, scheiße. Ja, der Herr kennt meinen Entsperrungscode. Hier, Tastenzuweisung. Warte, ich hab's gleich. Zweibein auf B oder sowas.
So, jetzt. Ah, Lavu. Essen wir uns in der Nähe. Was für ein Ding? Lavu. Jetzt mach mein Handy aus, verdammt. So, jetzt Zweibein, Alter. Wo ist es? Granate, Gadget, Messer. Oh, Messern bin ich gut. Ach, du kannst doch nix. Ach, halt du die Klappe da hinten. Da, hier, Zweibein aufstellen, auf B. Ja, er steht schon auf B. Gut, das habe ich ja vorhin noch eingestellt. Echt? Ja. Dankeschön. Im Helikopter, im Jet, ja, ja, komm. Ach komm, im Jet fliegst du Szene da? Ja, komm, müsste so passen. So, Anzeige. Dann musst du auf Ja klicken, möchtest, ich. Ja, komm, mach mal. So, ja, jetzt komm. Starte mal. Machen wir mal normal. Gib mir keine Anweisung, du bist mein Chef, du bist mein Introsprecher, mein neuer. Waffenmodule können überhitzen. Achte auf die Anzeichen und lass sie abkühlen, ehe du wieder schießt. Übrigens, da der Fabian ja ganz faul ist und nicht mal vorliest, was das für eine Mission ist. Die Mission heißt Semper Fidelis, wie ihr sicher sehen könnt. Und ja, ich war von der Mission bis jetzt schon recht überzeugt. Ja, du kennst die ganze Kampagne ja schon, ne? Ja, ja. Ja, ich ja noch nicht. Kenne ich ja schon vom Salazar. Ja, seit Black Ops 2 heißt er jetzt Salazar und nicht mehr Sarazar. Viele Grüße. Übrigens, Grüße an den Sarazar. Du wirst es wahrscheinlich nicht gucken, da vor allem, wenn ein kleiner, unbekannter YouTuber ist. Der trotzdem Millionen macht. Ja. Aber Grüße. Millionen von Gummibärchen mache ich. Ja, ja. Mit seiner hauseigenen Gummibärchenpresse. Ey, nicht in meine Eier! Du verletzt Bernhard und Earnhardt. Ach du Scheiße. Kannst du mir trotzdem noch mal sowas drüber werfen? Klar. Oh ja. Earnhardt und Bernhard. Und deine Eier keinen Namen? Hans und Franz. Das ist doch schon von Heidi Klum. Ach ja, das waren die, so hießen die Brüste, ne? Ja. Habe ich mal in der unnötigsten Fakten-App gelesen. Ne, ich weiß es von Switch Reloaded. Echt? Ja. Heißen die aber echt so? Laut Switch, ja. Und du glaubst Switch? Switch ist Wahrheit. Switch ist pure Wahrheit. Ich erinnere dich nur an den tanzenden Osama Bin Laden. Maya. Genau, oh, den. Kennen die mich schon. Oh, jetzt geht's los. Oh mein Gott! Streifen im Bild, nein! Spoiler jetzt und sag, du springst auf den Zug! Echt? Ja, tust du. Wusste ich gar nicht. Du hast noch nicht mal die E3 Präsentation gesehen? Nein! Electronic Arts! Ey, das ist mein Part. Ach ja. Electronic Arts. Das ist ein sehr schöner D-Zug. Er fährt wahrscheinlich mit über 100 km/h. Und das ist wieder Jay! Du rennst gerade über eine Straße. Und da drüben ist natürlich passend ein Loch im Zaun und da springst du jetzt runter. Auf den Zug. Und dann bist du so in der New Yorker U-Bahn. Battlefield 3. Und es speichert. Der kommt bestimmt auch gerade aus dem Puff. Aus so einem Sadomaru-Puff? Jetzt schließe ich die Handschellen an. Schieß ihm ins Gesicht! Fabian! Schieß ihm auch einfach ins Gesicht! Hab ich doch! Schieß ihm ins Gesicht! Ja, hab ich doch! Gut. So, dann zwei. Mahlzeit! Ach du Scheiße! So, warte mal kurz, ich hab grad. Das wird heute noch sehr heiter. Ja, ich glaube es mich auch. Ich mach mal gesamt hier ein bisschen leiser, weil er war gerade echt kloppt so die Midi. Wie heißt der? Trommelfeller weg. Richtig so.
Ah, du musst aber zugeben, Battlefield 3 hört sich sehr gut an, vom Sound her. Ja, das ist echt super. Dagegen stinkt hier unser neuestes, allerliebstes Lieblings-Call of Duty sehr ab. Wo ist der hin? Der hat sich verpisst. Der ist verschwunden. Der ist zurück in den Sadomaso Club. Oh, Alex. Ich bin ehrlich, die M9 sieht im BF3 so sch.